Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute einen Shopping-Haul für euch. Ich habe nämlich ganz viele verschiedene Sachen geshoppt, wie zum Beispiel Bettwäsche und Klamotten im Sale. Ansonsten habe ich hier noch Skincare-Produkte, Piercings, Kerzen und so weiter. Und ich würde sagen, ich starte jetzt mit dem Video. Vorher habe ich aber noch eine kleine Videoaufgabe für euch. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, ob ihr lieber im Sale shoppt oder ob ihr einfach so shoppt, wie euch die Sachen gefallen. Bei mir ist es nämlich so ein Mix aus beidem. Also wenn mir was richtig gut gefällt, dann schlage ich auf jeden Fall zu. Und wenn ich mir aber noch nicht sicher bin oder ich den Preis zu hoch finde, dann warte ich lieber auf den Sale und schlage dann zu und kaufe mir das Ganze fürs nächste Jahr. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das Ganze am liebsten macht. Ich starte jetzt erstmal mit meiner neuen Bettwäsche von Tchibo. Ich werde euch das hier einblenden. Ich werde mal ganz kurz ein Stück beiseite gehen. Das ist jetzt eine Bettwäsche aus Biobaumwolle, die habe ich von Tchibo und das Ganze ist mir bei Instagram angezeigt worden. Das war da im Angebot für 15 Euro und irgendwie hat es mich angesprochen. Es sah für mich so aus, als könnte man das gut so mit herbstlicher oder winterlicher Deko kombinieren, wegen diesem grünen Muster da drauf. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das beige zu meinem Bett passt, weil das ja so grau-silber ist. Aber ich finde, wenn man das mit bestimmten Kissen kombiniert, dann ja, passt das Ganze irgendwie ganz gut zusammen und ich bin jetzt gerade auf jeden Fall ganz zufrieden damit. Da meine Sonnencreme auch fast leer ist, habe ich hier nochmal Nachschub gekauft. Das ist von La Roche-Posay, das Antelios 50 Plus. Das Ganze verwende ich jeden Tag unter meinem Make-up und damit bin ich super zufrieden. Also das zieht total schnell ein und man hat danach keinen Fettfilm auf der Haut. Ist wirklich super toll und das Ganze verwende ich jetzt auch schon so ungefähr 2 Jahre. Und so eine Packung hält so 2,5 bis 3 Monate, würde ich sagen. Von daher muss ich mir dieses Jahr auf jeden Fall keinen Nachschub mehr kaufen. Ich bin hier, glaube ich, in so eine kleine Falle getappt. Ich habe das Ganze bei der Shop-Apotheke bestellt und da gab es so ein Angebot 2 für, ich weiß auch nicht mehr genau, was der Preis war, 33 Euro oder 30 Euro. Und ich dachte, ja cool, dann kann man da was sparen, aber ich habe vorher keine Preise verglichen. Von daher, man hat da kein Geld gespart, das ist der normale Preis. Ich habe einfach 2 zum normalen Preis gekauft und ja. Ist aber trotzdem in Ordnung für mich, weil ich brauche das ja immer. Es gab ja wirklich mal ein paar Tage, wo es so herbstlich war und wo man gedacht hat, der Herbst beginnt jetzt. Und das bedeutet für mich immer, dass ich zu TK Maxx gehe und mir da die ganzen Kerzen anschaue, weil ich finde, die haben immer eine ganz tolle Kerzenauswahl. Und deswegen habe ich mir da schon die erste Kerze mitgenommen. Und zwar ist das die Ghost Candle von DW Home. Hier steht leider nicht drauf, was das für ein Duft ist, aber es duftet ganz extrem nach Zimt und Apfel, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall ein ganz schöner herbstlicher Duft oder auch ein winterlicher Duft. Also ich finde, das geht zu beiden Jahreszeiten. Und ich fand die Kerze an sich einfach sehr, sehr schön. Ich mag das, wenn das so clean aussieht. Und die hat jetzt 10,99 Euro gekostet. Ich werde sie jetzt gerade noch nicht anmachen, weil gerade ist es noch ziemlich warm draußen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich sie schon mal hier habe, sobald es kühler wird. Ich war vor kurzem mit einer Freundin im Kino und wir haben uns vorm DM getroffen. Und dann muss ich da natürlich immer reingehen, weil ich nämlich früher da war. Und ja, dann musste ich diese Klammer hier mitnehmen. Die hat mich irgendwie noch so ein bisschen an den Barbie-Movie erinnert. Und die finde ich ganz hübsch mit diesem rosanen Rand und auch dieses ja, Glitzer- oder indirekte Schimmermuster da drin. Das gefällt mir ganz gut. Und so Klammern kann ich wirklich immer gebrauchen. Die verwende ich wirklich täglich. Ich habe jetzt gerade auch wieder eine in den Haaren. Und ich mag das ganz gerne, dass ich da so gut abwechseln kann. Ich merke gerade, dass ich manchmal nicht zu überpünktlich bei Verabredungen sein sollte, weil mich das irgendwie dazu bringt, Sachen zu kaufen. Ich habe mir nämlich hier auch Piercings gekauft. Ich habe mich nämlich letztens mit meiner Mama in der Stadt getroffen und wir wollten was zusammen essen gehen. Und ich liebe ja Ohrringe und Piercings und da musste ich dann natürlich in den Lovisa gehen, so heißt der Laden, und habe dann nach Piercings geschaut. Ich wollte nämlich nochmal so einen neuen Conch haben und ich habe jetzt hier so ein Dreierpack geholt. Hier sind jetzt einmal so 2 ganz normale Stecker drin, den finde ich eher langweilig und ich habe mir das Ganze eigentlich gekauft wegen dem Piercing, was ich drin habe. Das zeige ich euch jetzt mal aus nächster Nähe. Ich habe jetzt mal versucht, mein Ohr hier zu fokussieren. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Das hier ist auf jeden Fall der dritte Stecker, der da mit drin war. Und den finde ich richtig, richtig hübsch. Den habe ich nämlich vor einiger Zeit bei meiner Piercerin gesehen. Die hat nämlich auch immer verschiedene coole Piercings da ausgestellt. Und da hätte nur dieser Stecker ohne den Stab 50 Euro gekostet. Und der Stab hätte nochmal 15 Euro extra gekostet. Und das war mir eindeutig zu teuer. Deswegen war ich jetzt sehr froh, dass ich bei Lovisa quasi den gleichen gefunden habe. Und das Ganze ist auch aus Chirurgenstahl. Von daher
bin ich hiermit erstmal super zufrieden. Also ich trage das Piercing jetzt seit ungefähr 3 Wochen und bisher sind alle Steine auch drin geblieben und nichts hat abgefärbt oder so. Bisher bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt halten wird. Dieses Kleid von Mango hier hatte ich jetzt schon länger im Blick. Also ich wollte mir das schon mal kaufen, fand das aber zu teuer. Und jetzt war das im Sale, da hat es nochmal 10 Euro weniger gekostet. Und da habe ich jetzt dann, glaube ich, 30 oder 40 Euro für bezahlt. Und ich fand das Kleid einfach so schön. Das kann ich zum Beispiel für die Arbeit gut anziehen. Oder auch zum Beispiel als Hochzeitsgast oder so. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein ganz hübsches Kleid. Ich mag sehr, sehr gerne Grün. Ich glaube sogar mittlerweile, dass Grün vielleicht meine Lieblingsfarbe ist. Und deswegen passt das auf jeden Fall ganz gut zu mir. Und ich fand das Muster ganz schön. Also ich finde, irgendwie ist das mal so ein erwachseneres Kleid, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Ich verwende für mein Gesicht sehr gerne die Produkte von The Ordinary. Und da habe ich mir schon vor längerer Zeit von The Ordinary das Hyaluronserum gekauft. Das ist jetzt auch schon die 2. Flasche. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Davon gebe ich mir einfach so, ja, 3 Tropfen ungefähr auf mein Gesicht morgens und abends, bevor ich meine Gesichtscreme auftrage. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es meine Haut extrem pflegt und es fühlt sich einfach super toll an. Und danach verwende ich dann ganz gerne hier von The Ordinary die Natural Moisturizing Creme. Ich habe jetzt gerade noch eine andere Creme, die ich benutze, die ich auch gut finde. Aber wenn ich die andere aufgebraucht habe, dann komme ich auf jeden Fall wieder zu dieser hier zurück. Also das ist auf jeden Fall ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Da sind tolle Inhaltsstoffe drin für wirklich geringen Preis, auch dafür, dass die Sachen so hochdosiert sind. Also falls ihr noch nach einer guten Gesichtspflege sucht, kann ich euch das definitiv ans Herz legen. Ich habe damals übrigens das Serum bei Douglas bestellt, weil es da am günstigsten war. Und die Creme bei Flaconi. Und bei Flaconi hat mir dann noch was gefehlt, um kostenlosen Versand zu bekommen. Und deswegen habe ich noch diese beiden Produkte hier bestellt. Das ist einmal die Honey Firm and Glow Mask Sheet. Und die ist von, ich schätze mal, die Marke heißt It's Skin. Das ist auf jeden Fall so eine koreanische Gesichtsmaske. Und dann habe ich mir hier noch ein Batiste Trockenshampoo in klein gekauft. Ich fliege ja immer einmal im Jahr mit meiner Mama nach London und ich bin mir sicher, dass wir das nächstes Jahr auch wieder machen werden. Und dafür habe ich mich jetzt einfach schon mal eingedeckt. Letztes Jahr im Juli haben Paul und ich ja geheiratet und bevor wir unsere große Hochzeitsreise gemacht haben, haben wir noch eine kleine Hochzeitsreise direkt nach der Hochzeit gemacht. Und zwar sind wir da nach Holland gefahren und da haben wir auch einen Tagestrip nach Leiden gemacht. Ist eine wunderschöne Stadt, kann ich euch sehr ans Herz legen. Und dort habe ich einen Shop entdeckt, der My Jewelry heißt. Da kann man aber nicht nur Schmuck, sondern auch Klamotten kaufen und damals war ich hin und weg davon. Mittlerweile gibt es zum Glück auch einen Store in Köln, wo ich super froh drüber bin und ich habe jetzt einfach ganz viele Sachen im Sale dort geshoppt, wie zum Beispiel hier diesen Jumpsuit, den finde ich so, so hübsch. Eigentlich bin ich gar nicht so der bunte Mensch, der sowas tragen würde. Aber ich finde diesen Jumpsuit so schön. Der ist richtig toll, sommerlich und ich glaube, das ist aktuell einfach mein liebstes Teil im Schrank. Also ich war sehr, sehr froh, dass ich dieses Stück hier noch ergattern konnte. Ich habe aber noch weitere Produkte bei My Jewelry geholt und zeige ich euch jetzt auch nochmal. Bei diesem Kleid hier bin ich mir nicht ganz so sicher. Also die Ärmelchen, die sind mir so ein bisschen zu groß. Also ich finde, die stehen einfach zu weit ab. Aber ansonsten finde ich, ist es ein ganz süßes Kleid, was man zum Beispiel mal bei einem Städtetrip oder so gut tragen kann. Einfach etwas, ja, was nicht so dick ist, trotzdem blickdicht und was nicht zu kurz ist. Und dafür habe ich das hier dann mitgenommen. Ich habe ja eben gesagt, ich bin nicht so der bunte Mensch. Von daher, das passt eigentlich auch nicht in mein Schema. Aber ich dachte mir, für irgendwas werde ich das definitiv noch gebrauchen können. Und dann habe ich online super oft hier solche Westen gesehen. Ich bin mir nicht sicher, auch hier, was ich davon halten soll, ob es mir jetzt steht oder nicht. Aber ich dachte mir, ich probiere es einfach mal. Also ich finde es getragen mit einer Tasche und mit einer Jacke drüber oder auch ohne eigentlich ganz hübsch. Aber da ich noch nie so in echt jemanden damit gesehen habe, ist es für mich auch noch so ein bisschen komisch, aber ich mag auf jeden Fall das Muster, das ist ja gerade auch sehr modern und man kann das Ganze natürlich auch mit einer Bluse darunter anziehen, dann ist das Ganze natürlich nochmal ganz anders von der Wirkung her. Von daher kann man diese Weste sowohl
im Frühling oder Herbst als auch im Winter anziehen. Ich glaube, im Sommer ist es wahrscheinlich ein bisschen zu warm. Und weil ich dann irgendwie nicht so assi sein wollte und nur einen Teil zurückschicken wollte, habe ich dann auch noch diesen Pulli hier behalten. Ist irgendwie auch mal so was ganz anderes. Also ich mag die Farbe ganz gerne, aber vom Schnitt her habe ich sowas noch nie gesehen. Online sah es auf jeden Fall cool aus. Aus mir jetzt steht, ich bin nicht ganz sicher, aber das ist auf jeden Fall was, was ich gut zur Arbeit tragen kann. Also da trage ich ja immer am besten so ohne Ausschnitt und je nachdem auch was schicker. Und ich glaube, ich kann das je nachdem doch ganz cool kombinieren. Von daher mal gucken. Also bei den letzten Sachen war ich jetzt so ein bisschen skeptisch, aber meistens habe ich da den richtigen Riecher. Auch wenn ich die Klamotten dann manchmal ein Jahr im Schrank habe und sie dann erst für mich entdecke. Also das wird auf jeden Fall noch. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.